6. Mai 1937. Lakers in New Jersey. Hunderte schaulustige Menschen warten auf die Ankunft des größten Luftschiffes der Welt, der Zeppelin LZ-129 oder auch Hindenburg genannt. Bei der Ankunft steht die Hindenburg plötzlich in Brand. Der hochentzündliche Wasserstoff entzündete sich und 36 Menschen, darunter ein Mitglied der Bodenmannschaft, kamen ums Leben. Das Luftschiff war in der damaligen Zeit das komfortabelste und schnellste Reisemittel. Mit einer Länge von etwa 245 Metern und einem Durchmesser von 41,2 Metern war die Hindenburg das größte Luftschiff der Welt, in etwa mit der gleichen Länge wie die Titanic. Das Gerippe der LZ-129 bestand aus Duraluminium, einer sehr festen Aluminiumlegierung, gefüllt mit dem hochentzündlichen Wasserstoff. Eigentlich sollte die Hindenburg schon lange mit Helium gefüllt werden, doch Amerika besaß das Monopol für Helium. So musste das deutsche Luftschiff vorerst mit dem hochentzündlichen Gas weiterfliegen. Circa 2 Tage lang war die Hindenburg auf dem transatlantischen Weg unterwegs, bis sie morgens schließlich am 6. Mai 1937 bei der Landung in Lakehurst in New Jersey, den Vereinigten Staaten von Amerika, plötzlich in Flammen aufging. Niemand weiß genau, warum sich dieses Luftschiff entzündete. Einige Menschen behaupten, dass sich das Luftschiff elektrostatisch aufgeladen hätte und bei dem Kontakt mit dem Mast am Boden sich entladen hätte und so eine Spannung entstand, die das Luftschiff entzündete. Andere Menschen behaupten, dass eine Bombe diesen großen Brand auslöste. Die Deutschen besaßen ein Patent auf die Luftschiffe. Die Hindenburg war ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Die Ära der Luftfahrt war zu Ende. Was denkt ihr, wer oder was hat diesen Brand ausgelöst? War es die Elektrizität oder war es doch eine Bombe? Schreibt's wie immer unten in die Kommentare und diskutiert. Und dann bis zum nächsten Mal.